Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Hier ist wieder euer Onkel Kevinson von LP Action. Und wir machen weiter mit der 8. Mission von den Orks. Juhu! Nachdem du nun freie Fahrt zur Insel Kul Tiras hast, musst du mit deinen Kriegsschiffen die Flotte der Menschen attackieren. Wenn dir das gelingt, hat die Horde das große Meer endlich im Griff. Wir haben auch die gute Nachricht für dich, dass Admiral Proudmoore nicht mehr der Allianz angehört und darum mit seinen Truppen auf sich alleine gestellt ist. Versenke seine Armada und Kul Tiras wird fallen. Ja, Marine von Kul Tiras zerstören und Siedlung von Kul Tiras die Grünen zerstören. Ja, ich habe mal letztes Mal oder kurz bevor ich hier angefangen habe, mir die Map einmal kurz angeschaut, einfach mal zur Vorsichtshalber, damit es vielleicht ein bisschen besser läuft als beim letzten Mal. Und habe gemerkt, okay, der Gegner ist sehr aggressiv, der greift nämlich sofort an mit den Schiffen, deswegen müssen wir wirklich schnell sein hier, damit wir hier nicht aufs Maul kriegen. Man sieht, wir haben sehr viele Lufteinheiten hier, mit denen können wir nämlich erstmal alles durchchecken hier, das ist auch ganz wichtig. Schauen müssen wir halt, dass wir schnell sind. Das ist das Wichtigste, weil der Gegner ist sofort am Angreifen. Und das ist echt nicht lustig. Deswegen konzentrieren wir uns sofort darum, erstmal nach links rüber zu kommen, denn da ist sozusagen die Base, die wir einnehmen können. Und da müssen wir echt schnell sein. Weil, also ich habe ungefähr 2 oder 3 Minuten die Map ausgecheckt. Und in der Zeit war auch schon mal eine ganze Armee weg. Also es ging ratzfatz. Obwohl die erst Stufe 1 sind, die Schiffe, aber die sind echt aggressiv und gehen sogar so weit, dass sie bald mit Dings rübergehen. Sogar schon mit. Na, wie hieß denn jetzt? Die hier mit Fähren und greifen sogar schon mit Landeinheiten an. Also richtig aggressiv. Das ist kein Spaß. Ah! Jetzt ist mein Kampfbot da ganz alleine. Ach, den ignorieren wir jetzt. Wir fahren erstmal ganz schnell rüber. Es geht erstmal darum, dass wir hier rüberkommen. Erstmal alles rüberschicken. So, den hauen wir da mal weg. Der soll da nicht bleiben. Ne? Geh mal weg, du Greifreiter, du. Oh, Vorsicht, da ist ein U-Boot. Aber ich glaube, mit den Fähren kommen wir da schon in Ruhe durch. Denn hier müssen wir unsere Base aufbauen. Wir können eigentlich alles auch über Land erreichen. Die Schiffe sind natürlich ein bisschen schwerer zu erledigen über Land. Aber mit ausreichenden Units geht das eigentlich auch. Theoretisch könnte man Wasser-Units, glaube ich, auch ignorieren. Theoretisch sage ich natürlich jetzt, ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwo hatten wir doch noch einen Peon, oder? Ja, da ist noch was. So. Okay, erstmal Base aufbauen. Ja, da. Dann holen wir uns mal die Dingens hier, um zu gucken, wie viel Ressourcen wir haben. Oder Food halt. Oh Gott, das sind schon so viele Schiffe hier. Meine Fresse. Wie aggressiv der ist, ey. Meine Güte. Gut, ja, das reicht ja noch lange nicht aus. Komm, hier, machen wir nochmal. Dit hier und dit hier. Obwohl, wenn meine Schiffe weiter so untergehen, dann muss ich mir bald um, um Food keine Sorgen mehr machen. So. Die Map checke ich jetzt nicht perfekt aus. Das macht auch nichts. Es geht nur darum, hier haben wir ungefähr nochmal Gold. Und da oben ist auch nochmal Gold, was aber vom Gegner gut verteidigt wird. Hier, da ist es schon. 75.000. Wow. Du Sack. Geht schon los hier da. Na, kommt mal ein bisschen rein da. Damit ihr auch mehr angreifen könnt. Ach, Käse. So geht das aber nicht, Jungs. So geht das nicht. Ja, da muss ich erstmal nochmal schauen, wie ich das hier am besten verteidige. Viel Platz ist hier natürlich nicht, wie immer. Deswegen. Na, du bist ja auch noch hier. Deswegen müssen wir natürlich gleich gucken, ob wir mal wieder so Anti-Air und so alles haben. Das ist natürlich alles so ein bisschen blöd. Blöd, blöd, blöd. Zumal das ja auch alles so eng ist, wenn die mit Schiffen dann irgendwann auch genügend Platz haben, um mich da auch noch zu nerven. Weil meine ganzen Schiffe weg sind, dann ist es natürlich Oberkäse. Und Öl können wir sowieso vergessen hier. Also 5000, ich glaube jede Quelle hat nur 5000 Öl oder so. Das ist echt ekelhaft. Bleh. Naja, wir müssen das Beste draus machen und das Beste ist auf jeden Fall nicht, dass wir genügend Gold haben. Scheiße. Okay, ich muss erstmal diese ganze Durcheinander hier mal ein bisschen kontrollieren. Oder was? Nee, da war nichts. Ich sehe schon Gespenster. Geht mal ein bisschen da an. Zum Glück habe ich einen Drache, das ist ja auch mal ganz interessant, ein Drache am Anfang.
Ich kann natürlich auch mal meine Flieger hier doch nochmal nutzen. Wenn die sterben, habe ich wenigstens ein bisschen mehr Food zur Verfügung. Und das habe ich jetzt sowieso gerade. Das ist schon mal schön. Ups, Mikro gegengeknallt. Denn wir brauchen natürlich ein paar Peons. So, da ist die Map vom Gegner. Die ist natürlich klein, sowieso nicht. Aber das haben wir ja sowieso nicht erwartet, weil das ist ja sozusagen die Hauptbase der Verräter, die das Buch wahrscheinlich immer noch bei sich besitzen. Das Buch des Medivh, was wir natürlich haben wollen. Und deswegen müssen wir da mal alles reinkloppen. Ja. So, und hier können wir auch rüber, das ist wundervoll. Das heißt, wie gesagt, über Wasser müssen wir nicht zwingend in erster Linie. In zweiter Linie müssen wir dann doch nochmal schauen, weil ich weiß ja nicht, wie es mit den Wasserunits aussieht. Da ist ungefähr der Hafen und hier schwirren schon einige rum. Und wenn die natürlich draußen im Wasser rumstehen, dann muss ich natürlich auch irgendwann übers Wasser. Das muss ich dann mal schauen. So, da kommt ja schon wieder was da. So ein Sackgesicht. Ach, einer ist keiner, ne? Machen wir gleich zwei draus. So, brauche ich schon wieder mal ein bisschen Höfe hier. Und ich muss auf Holz aufpassen, denn das habe ich jetzt auch schon fast zu wenig. Komm, du hack mal ein bisschen Holz. Ich baue, glaube ich, hier das Sägewerk am besten. Gut, dass ich noch einen Katapult habe. Alter Junge, ey, jetzt noch mal genug, ne? Muss ja bald überlegen, ob ich das alles nur noch mit dem Katapult hier verteidige. Sag mal, schießt ihr auch mal? Diese langsam fetten Pette, ey. Dauert mal alles viel zu lange. Ich könnte natürlich auch noch den Drachen verwenden. Aber den will ich natürlich auch ein bisschen absichern. Oh, diese blöden Fliegeteile da. Macht mich kirre da. Gut, jetzt können wir wenigstens ein paar mehr Peons wieder bauen. Ich muss überlegen wegen Anti-Air. Also wieder so ein paar Türme. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die baue. Wenn ich jetzt alle hier so eng baue, dann mache ich mir selber den Platz weg. Ich meine, Platz ist so schon so gut wie nichts hier. Ich hoffe, er greift nicht zu schnell mit Boden-Units an. Denn dann wird's eklig. Aber ich glaube, eigentlich kann ich auch schon mal Richtung Kaserne gehen. Kostet doch noch mehr Holz. So, jetzt. Machen wir mal hier hin. Ist alles so eng hier. Ist ja wie auf dem Weihnachtsmarkt hier, da kein Platz irgendwo. Was ich mit den Kobolden machen soll, weiß ich auch noch nicht. Obwohl, könnte ich vielleicht... Vielleicht habe ich ja Glück und schaffe schon mal einen Turm zu erwischen. Ich meine, wenn ich da schon einen habe, dann kann ich damit den Turm schon mal wegknallen. Das ist doch eigentlich gar nicht so sinnlos. Zumal es mir auch ein bisschen mehr Food dann wieder gibt, wenn der weg ist. Boah, ich bin so clever. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ich hoffe, ich werde nicht abgefangen da oben. Aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Da haben wir wenigstens schon mal die Verteidigung hier ein bisschen angekratzt, wenn da die zweite Goldmine da ist. Ja, komme ich einfach durch. Wunderbar. Tschüss und weg. Ich hoffe, das macht ihn jetzt nicht aggressiv und er kommt mit allen Units rüber. Das wäre jetzt ein bisschen kacke. So, du hast meinen Turm zerstört. Mach dich kaputt. So, ich hau gleich nach der Kaserne erstmal den Hof raus. Weil wir zu wenig Food schon wieder haben, sehe ich gerade. Und das Sägewerk, das ist die Schmiede, nicht das Sägewerk. Ja, das hast du gut gemacht, Kevin. Hast du sehr gut gebaut hier. Glückwunsch. Scheiße. Was hast du gemacht? Du hast es zu weit oben gebaut. Oh. Ah. Toll, kommt da auch noch auf der Seite, ey. So ein Sack. Oh, in Stufe 5, ey. Du kannst nicht mal sowas von am Arsch lecken, Junge. Komm, mach mal da was. Du sollst dich abbauen und angreifen. Oh, das wird sowas von eklig, ey. So, was ist erledigt? Achso, ja. Okay. Ich versuche einfach da ein bisschen wegzuhacken, dann kann ich da auch gleich... Kann ich da auch gleich das Sägewerk bauen, also. Und dann baust du mal hier gleich einen Turm, dann kann ich die wenigstens da ein bisschen aufhalten und dann bleiben sie mal da ein bisschen stecken. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und weiter ein paar mehr Units pushen. Wer weiß, von wo die gleich noch kommen. Ich könnte natürlich auch die Units hier alle rumstehen lassen, dabei dann blocken die auf jeden Fall den Durchgang. Problem ist Wasser. Wenn da Schiffe vorbeikommen, das ist nicht so gut. Und dafür habe ich zu wenig Units, um das richtig zu verteidigen. Deswegen halte ich mich doch ein bisschen konzentriert hier. Ach, scheiße, ja. Ich brauche noch das Sägewerk, um überhaupt Abwehrtürme zu bauen. Na, egal. Ich kann aber wenigstens die Türme schon mal hinstellen. In erster Linie. Wo bist du jetzt? Ach, gehst du oben lang? Dann geh doch oben lang. Ist überhaupt nicht unsicher. Nö. Mach einfach. Ja, ja. Ist kein Problem. Ja.
Was haben wir? 43 von 45. Das heißt, ich brauche schon wieder einen Dings da. Hof. Wo soll ich bloß langsam hin mit dem Scheiß hier? Na, zum Glück kann ich bald unten links bauen. Da werde ich dir wahrscheinlich hinklatschen. So, zweiter Turm ist fertig. Und wo kommt der jetzt her? Wo kommt der von oben? Ist er einmal durch die ganze Map gelaufen oder was? Ich weiß es nicht. Egal. Machen wir gleich noch einen dritten Turm hier irgendwo, damit wir so eine kleine Reihe haben. Obwohl, eigentlich kann ich das gleich hier machen. Ja, oder auch nicht. Die Leiden des Peons. Ja. Komm, bau den nochmal dahin. Sehr schön. So, was erledigt? Das Ding ist erledigt. Brauche ich ja gleich schon wieder eins. Na komm. So. Und dann können wir auch gleich das Sägewerk endlich bauen. Dann muss ich mal schauen. Ich mach... das Schiff ist im Moment ein bisschen ruhig geworden. Vielleicht lässt er mich da jetzt erstmal in Ruhe. Das wäre echt schön. Weil dann kann ich mich erstmal auf Boden konzentrieren. Denn wenn er nachher die ganze Zeit hier mit irgendwelchen Reihen an Schiffen bei mir ransteht, das ist... nicht so schön. Um das mal milde auszudrücken. So, komme ich da jetzt ganz gut mit dem Sägewerk hin eigentlich? Das sieht doch eigentlich vom Platz her schon ganz ordentlich aus. Ja, kommen wir mal dahin. So, was sie da erledigt? Nochmal Hof. Gut, noch einen Hof baue ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche mehr Gold. Wir haben ziemlich viel Holzeinnahmen jetzt gerade. Ich hätte natürlich auch hier ein Sägewerk bauen können, dann wäre natürlich beides abgedeckt. Aber wie gesagt, ist ein bisschen schwierig gerade mit den Einheiten. Ich weiß auch gar nicht, ob die Türme jetzt viel zu weit unten stehen. Zack. Wegen, dass die Units ja bald oben auch Holz abhacken und dann schon sowieso wieder zu weit im Norden sind. Komm, hack du mal einfach weiter, während die da rumkämpfen. So, warum stehst du rum? Na, Mist, das hat er den wieder erwischt. So. Wie lange brauchst du noch, Sägewerk? Gleich fertig, sehr schön. Ah, kommt wieder von links, okay. So, jetzt kann ich endlich das Upgrade machen. Und da oben, der Ritter steht da ja blöd rum. Na gut, sollen wir recht teilen. So, mal ein bisschen umrunden hier. Boah, Stufe 5, ey, das ist echt fies. Ey, bist du des Wahnsinns? Oh Mann. Sind die auch schon Stufe 7? What the fuck? What the fuck, doch? Meine armen Peons. Okay, dann soll ich jetzt erstmal eine Schmiede bauen, damit ich auch Upgrades hauen kann. Und dann bauen wir hier nochmal einen Hof. Nein, das war daneben. Idiot. Da. Machen wir das Upgrade und ärgern uns über die... Ah, shit. Ja, das ist natürlich kacke. Wenn ich nur noch Kampfbötter habe, dann bringt mir das natürlich nicht viel. So, komm, ausweichen. Ah, du bist zu langsam. Ach, was soll's. So, die Türme sind schon mal abgegradet, das ist sehr schön. Ich brauche... Holz. Mehr Holz. Und mehr Units. Und mehr von allem eigentlich. Na gut. So, was haben wir denn hier noch? So viele Zeppeline, wir sind immer noch drei Stück hier. Egal, das macht jetzt nichts. Ich lasse die jetzt erstmal da. Hauptsache, wir haben erstmal unsere Boden-Units, die erstmal abdecken. So, ihr könnt eigentlich, ein bisschen weiter nach vorne gehen. Sehr schön, das Upgrade ist fertig, die Schmiede ist auch fertig und wir haben zu wenig Holz. Awesome. Alles, was man braucht. Weißt du, wenig Holz? Ich glaube, ich habe die meisten Holzabhacker-Typen, die jemals in irgendeiner Runde gemacht habe oder so. Das sind so viele, vergleichsweise. Egal, so. Sehr schön. Wenigstens können wir uns ganz gut festhalten hier. Also, Gold ist natürlich nicht mehr so viel. Da müssen wir bald nach vorne raus. Aber, ja, es geht noch. Es geht noch. So einigermaßen. Wo kommt jetzt was da hinterher? Wo war denn meine Stadt kaputt? Ah, shit. Ach, komm. Das ist doch echt kacke hier. Warte mal, vielleicht versuche ich jetzt doch schon mal mit den Units nach vorne zu gehen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Vielleicht funktioniert das ja. Dass sie wenigstens die da abfangen können. Und dann nehme ich gleich nochmal einen Peon hier. Du bist gerade fertig.
baue hier nochmal ein paar Türme. So. Naja, du sollst besser nicht vorne stehen, das ist ein bisschen blöd. So, ich hoffe, es kommen keine Schiffe, das wäre nämlich ziemlich ungeil, sagen wir es mal so. Upgrade Nummer 2 hier, die Upgrades sind fertig. Ich brauche immer noch so viel Holz, mein Gott, Holzkonsum ist viel zu hoch. Ah, vielleicht waren die Türme da unten jetzt doch nicht so schlau. Naja, muss ich zeigen. Mach ich da noch eine hin und hier jetzt erstmal. So, du gehst nochmal mit nach oben. Du auch, komm. Und noch mehr Holz abhacken. Ich brauche viel mehr Holz. Obwohl Gold ist natürlich auch nicht ewig, aber im Moment noch ein bisschen mehr. Und ja, die Upgrades laufen, die Base ist sozusagen gefestigt und deswegen würde ich sagen, machen wir mal einen Schnitt für diese Folge. Ich bin euer Onkel Kevinson, lasst Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Ich sehe euch in der nächsten Folge von Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Bis demnächst.